So, da sind wir bei Resident Evil 6. Weiter geht's. Wer hat einen verdammten Flugzeugabschuss überlegt und eine scharfe Kollegin dabei? Richtig, ich. So sieht's aus. Wir gehen mal weiter. Wir haben letztes Mal gegen dieses komische Riesenvieh eine Kreuzung aus Optimus Prime und dem Nemesis gekämpft. Wir haben zumindest mal abgehalten mit einem Arsch voll roten Fässern. Den werden wir aber wahrscheinlich auf dem Weg noch einmal begegnen. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Sherry und Jake haben wir getroffen. Ich denke mal, die sind auch noch wichtig für den nächsten Weg, denn die treffen sich jetzt mit Simmons. Ich habe nur schon wieder den Namen vergessen für diesen komischen. Genau dieses Building, dankeschön. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen bahnen. Okay. Oh Mann, das ist mal voll der typisch chinesische Markt, wie man ihn sich vorstellt, einfach mal. Also volle Kanne mit so Hähnen in so Mini-Käfigen. Oh man. Wo sind die Leute, die mir irgendwelche frittierten Spinnen und Kakerlaken andrehen wollen? Ich warte auf euch. Ich warte mit geballter Faust. Und ich werde euch boxen ins Gesicht. Wait, what? Hier lang. Okay. Was war das? Ich will's gar nicht wissen, was es war. Ärger. So kann man es auch sagen. Kann ich hinter diese Frucht boxen? Nein. Mächtige Fruchtboxen versperren deinen Weg. Du musst erst stärker werden. Das wäre ein unglaublich guter Titel, einfach nur, den man hier machen könnte. Um Leute zu verwirren, was zum Teufel sie meinen. So sollte man die Spiele einbauen. Welche Checkboxen, die gar keinen Sinn machen? Was ist denn mit dem hier los? Nee? Hallo? Kann ich immer nicht. Hallo? Der, genau. Leon. Nee. Ah! Dankeschön. Okay, das war's. Nicht mehr Info. Ich dachte schon irgendwas Interessantes. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hm. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall einen anderen Weg drumherum finden. Was war das eigentlich gerade für ein Vieh? Ich hab's nicht genau gesehen. War das dieses komische... Es war aber nicht dieses komische Nemesis Optimus Prime Vieh, oder? Das war zu schmal dafür. Ich hab's nicht genau gesehen, aber ich glaube, das war's nicht. Der Riegel ist auf der anderen Seite. No shit, Sherlock. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Anstatt du einfach da durch... Guck mal. Siehst du die Dinger? Siehst du, wie breit diese verdammten Durchgänge sind? Du kriegst deinen Arm dann nicht hoch. Oh man, anstatt den Arm hebt und durchlangt und das Ding einfach mal hochmacht. Wie ein Geschäftsführer, aber nein, nein, er ist Agent. Sowas stand nicht in seiner Ausbildung. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Da habt ihr es, der Riegel ist auf der anderen Seite. Oh super, drei einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut, finden wir heraus, wie man sie öffnet. The fuck? Okay, Schweinekopf. What the fuck? Das ist neu. Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Ach du Scheiße. Erstmal was anderes. Das ist allerdings wahr. Muss ich dir in deine Gedärme schießen? Das ist ein neuer Trick. Nicht so wirklich in die Gedärme, wahrscheinlich in den. Die erinnern mich tierisch an die Gegner aus Resident Evil 4 in dem Labor, diese ganz, ganz komischen Freaks da. Die waren echt widerlich, wie die sich bewegt haben. Die bewegen sich irgendwie ähnlich. Das klappt nicht. Wie lange soll das noch so weitergehen? Das ist eine gute Frage. Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Dann. Schieß auf ihn, bis er hinfällt. Oh, holy fucking shit. Ah. Kein verdammter Karate-Kit für dich. Karate-Kit. Karate-Kick, wir gehen. Fuck. Was ist denn mit diesen Freaks los? Ich glaube, wir sollten einfach diese Schlüssel finden und gucken, dass wir schleunigst rauskommen. Dude, what? Nein. Oh, fuck. Oder muss ich ihn vielleicht irgendwie doch killen? Ah, schau mal. Okay, das war einfacher als gedacht. Alles gut. Ich muss Zeug zertreten. Ich kann dir eh nicht helfen. Würdest du bitte kommen? Würdest du mir die Ehre erweisen, diese Tür zusammen mit dir einzutreten? Awesome. Schlüssel A. Fehlen uns noch zwei.
glaube, wir haben ein Problem, wenn wir eingeschlossen werden mit diesem Vieh. Oh, er hat keine Beine mehr. Das ist cool. Ja, du bist ein Sucker. Was zum... Oh, hi Schwein. Hab mal diese komische... Okay, das ist kein Schwein. Das ist eindeutig kein Schwein. Ich nehme alles zurück. Das ist keine Schweinehälfte. Falsch. Gut, ich weiß nicht. Ich glaube, in China, auch selbst in China sehen Schweine nicht so aus. Oh, schau an. Die Regel ist auf dieser Seite. Das ist ja was ganz Neues. Neue Gefühle hier in China. Also irgendwie bringt mich zumindest dieser Teil von dem Spiel nicht dazu, nach China zu wollen in Urlaub. Absolut nicht. Es kommt mir sehr gefährlich vor. Wenn hier alles so aussieht. What? Was hat das schon wieder so komisch geatmet? Okay, whatever. Wir gehen einfach zu dem nächsten Schlüssel weiter. Was hat's mit diesem Brennofen, hat es auch nichts auf sich? Gar nicht, okay. Ich habe mich erwartet, dass jetzt irgendwie ein brennendes Vieh vielleicht aus dem Ofen mich anspringt. Ey, ihr habt doch was verloren. Ich meine ja nur. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Ich hab... Oh, weißt du, was noch schlechter ist? Ich hab gar keine... Klapperschlange for you! Die Waffe ist schon ziemlich awesome. Oh, das war's schon? Du bist ein Schwächling, Mann. Achso, nee, hast du natürlich. Er bildet sich ja nochmal neu. Ganz vergessen. Oh, fuck that. Und die Höhle da hinten stirbt, oder was? Also, wie krass sind eigentlich diese Viecher, Mann? Oder was passiert da hinten gerade? Was gebärst du, um Gottes Willen? Was gebärst du? Was wollen die Beine eigentlich machen? Mir fucking Kung Fu Crosskick geben? Warum schieße ich eigentlich auf Füße? Lass ihn doch wenigstens seine Beine. Oh mein Gott, er hat mich mit seinem Penis geboxt. Ich geh, ich muss hier raus. Ich sollte hier rausgehen. Na. Oh komm, es ist zwar ganz interessant, dass man mittlerweile über Leichen stolpert. Ah, wenn sie vor so Leitern liegen, ist es nervig. Ich glaube, da vorne können wir Helena rüber katapultieren. Erstmal die Frau durch die Gegend werfen. Tu es. Yes. Ich hoffe, sie kriegt das hin so lang. Huh. Oh Gott. Alles gut. Ich bin weg. Oh Gott, diese Viecher, die sind echt ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es die komische Art ist, wie sie sich bewegen. Die sind irgendwie nicht so cool, die Viecher. Also, die sind verdammt cool, aber ich kämpfe nicht gern gegen die. Fuck. Oh, du Fucker. Du bist ein Fucker. Holt sie eigentlich den Schlüssel oder was macht sie da oben? Lässt sie mich hier... Oder sie lässt... Ah, sie lässt mich hier rein. Ich habe nämlich gerade gedacht, sie lässt mich wahrscheinlich eher durch die Tür hier rein. Mach auf. Ah, fuck that. Ich höre es nur, ich will es gar nicht sehen. Wo ist der verdammte Schlüssel da drüben? Ah nein, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Oh, die Hand. Oh, fuck. In die Griffel aus meinem... Oh! Shit! Ich hab ein Problem. Oh Gott, ich hab ein Problem. Yes! Oh Gott, ah, meine Klöten. Ah! Was zum Teufel machen die da? Ich raff grad nicht so wirklich, was hier abgeht. Und ich muss nachladen. Ich muss ganz, ganz dringend nachladen. Wie viele sind es denn? Oh, shit. Das wird nicht so gut enden für mich, glaube ich. Oh, fuck. So ein Teil auch noch ins Gesicht. Oh, in der Gosse gestorben. Mit Scheiße und Blättern in den Haaren. Das ist kein schönes... Das probieren wir gleich nochmal. Diesen verdammten Schlüssel, den holen wir uns. Lass mich doch nicht abbringen von irgendwie so komischen... Roger.
Fingern und Händen und so ein Fuck. So, kann's gleich wieder hinfallen. Ich habe mich auch gar nicht vor, großartig lange zu bleiben. Ja, richtig, weil fuck you. Ab geht's. Oh Gott, da kommt der andere her. Mach schneller. Was ist eigentlich für ein komischer Wushu? Ja, ich würde auch gern wie in einem Wushu-Film. Ey, halt. Die ist doch bescheuert. Mädels, war eine dumme Aktion. Wenn du schon die Tür öffnest, dann dreht sie ein. Tu nicht so, als müssten wir irgendjemanden... Dürften wir irgendjemanden nicht wecken. Genau diese Situation wollte ich eigentlich vermeiden, in so einem engen Gang eingeschossen zu sein, vor allem mit zwei Viechern. Alter, fick deine Hand, Mann. Oh Gott, da kommen noch die Beine von dem einen rein. Ein Chaos hier, es ist ein verdammtes Chaos. Ich lade mal nach, während ich schon mal nach hinten laufe. Ich hoffe, die kommt auch. Klick. Und klick und klick und klick und rein da und rein da. Komm schon. Autsch. Oh Gott, nicht. Ey. Ist jetzt gut. Okay, komm. Wir haben Zeit. Während er irgendwie, keine Ahnung, seine Haut von sich selbst abstößt oder was auch immer, sein Mageninneres nach außen stülpt, lass uns mal hier reingehen. Einfach mal weglaufen vor den Viechern und gar nicht beachten. Ey, es ist dein Ernst? Ich brauche keinen neuen Haarschnitt. Fuck. Ah, man. Speed taucht mit ein einfach mal. Oh, shit. Wie awesome war dieser Tod denn? Ich bin ganz froh, dass ich das nicht getroffen habe. Wie... Yeah. Also ich muss sagen, bei dem Spiel kommen auch wirklich die Gorehounds auf ihre Kosten. Also Leute, die wirklich auf Splat-Effekte stehen, hier werdet ihr auch wirklich gut bedient. Das ist wirklich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Sie haben es sehr auf Action getrimmt, aber haben dann aber auch wirklich die Splat-Effekte nach oben gedreht noch ein bisschen. Resident Evil 4 war ja auch schon stellenweise heftig mit den Platzköpfen und so weiter, wenn man eine richtig geile Schrotflinte hatte. Oder stellenweise auch schon mit der Pistole, mit der Red 9 oder sowas. Aber das sieht ja natürlich nochmal ein bisschen besser aus. Okay. Ich finde die Maschine fucking awesome. Kann ich die mitnehmen? Wir suchen jetzt einen Gürtel, dann schnallen wir die auf den Rücken. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Oh, man. Oh. Jetzt hatte ich einmal Spaß mit dem Schredder. Einmal in meinem Leben habe ich Spaß mit dem Schredder. Und dann sowas. Na gut, wir gehen weiter. Er hat ja recht. Wir sollten uns so ein bisschen nachgehen, Simmons besuchen. Ich bin echt mal gespannt, was die Verbindung mit Sherry und Simmons und Jake dann noch, was es da auf sich hat. Das Szenario von Jake werden wir natürlich auch noch spielen. Wie gesagt, das kommt als allernächstes nach Leon, kommt Chris, dann Jake und dann Ada. Also für alle Leute, die sich fragen, ja, ich werde alle Szenarien spielen natürlich. What? Ada. Sie auch? Folgen wir ihr. Ada! Alle geht ja vor. What? Wie Ada einfach mal Batman geworden ist mittlerweile. What the fuck? Okay, hier liegt bestimmt Zeug rum, was ich mitnehmen kann. Hier liegt doch bestimmt Zeug rum, was ich mitnehmen kann, oder? Da in dem Schrank? Ich kann nicht in den Schrank reingucken. Warum kann ich nicht in den Schrank reingucken? Der versucht's nicht mal. Oh man, na gut. Soll ich mal hier? Mist, verschlossen. Okay.
Wir müssen einen anderen Weg finden. Wie auch immer die Tür sich gerade verschlossen hat in diesem Moment. Aber hey, okay, von mir aus. Sie hat uns Schloss fallen lassen, wahrscheinlich einfach nur. Noch irgendetwas? Nein. Wo sind wir jetzt eigentlich mit Lilla? Okay, ich glaube, meine Frage hat sich hier übrig, wo wir mittlerweile gelandet sind. Wer stand denn gerade da oben rum? Okay. Feinde? Wer standen da oben gerade eben? Ich habe die gerade nur rumstehen sehen, aber irgendwie nicht wirklich drauf achten können. Ah, Ada. Oh shit, okay. Ich sollte nicht versuchen, da dagegen zu gehen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Au! Au, 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 okay. Uncool. Komm ich nochmal zurück oder? Ah, what? Zum Teufel. Ah! Ich verstehe. Komm schon, Leuchtröhren einfach zerschlagen. Das ergibt Sinn. Wer waren die beiden Typen schon wieder? War das wahrscheinlich Chris? Sie sind schon da. Kann ich mir gut vorstellen, irgendwie, dass die ganzen Szenarien jetzt irgendwie sich überschneiden. Aber wen hat Chris dann als Partner dabei? Carlos vielleicht? Das wäre fucking awesome. Das wäre Resident Evil 3. Der damals auch für Umbrella gearbeitet hat. Mal schauen. Bin ich mal gespannt, wen Chris dabei hat. Weil der hat man ja noch nicht so wirklich gesehen bisher. Okay. Nummer Doppel-Null. Warum liegt hier so viel Zeug rum? Das ist doch meistens irgendwie... In jedem dieser Dinger ist irgendwie... Was drinne, was Gutes drinne gewesen sogar. Okay, was ist hinter dieser Tür? Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was hinter dieser Tür ist, wenn die mir gerade so einen Loot Drop geben. Was ist das hier? Na, ich kann dir sagen, was es nicht ist. Aber es gefällt mir nicht. Es ist definitiv keine Männerdampfsauna. Das erinnert mich gerade ein bisschen mehr an Dead Space. Als an alles andere. Hey, schau mal. Da drüben. Wer sind die beiden Typen? Jetzt bin ich gespannt, wer die beiden Typen sind. Die müssten wir jetzt dann theoretisch gleich treffen. Okay, wie kriegen wir diese Tür auf? Verschlossen. Das ist natürlich sinnvoll, mit dem Ellenbogen dagegen, mit der Schulter dagegen zu rennen. Teste auf Prototypen. What? Nee, oder? Ada! Ach du Scheiße! Oh Gott, Helena, du musst irgendwie, keine Ahnung. Was geht in Ihrem Kopf vor? Ich frage Sie, sobald wir Sie haben. Das ist einfach, das ist irgendwie nur ein Zielschießen gerade. Einfach ausweichen und Zielschießen. Ich versuche, Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Manuell zu umgehen heißt was? Halten Sie mir den Rücken. Ich hacke mit Hannigan das Sicherheitssystem. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Okay. Sicherheitsverstoß. In Raum 0. Oh ja, okay. Ich muss einfach... Oh Gott. Fucking damn. Oh komm, das war cheap. Hoppla. Oh, alter Schwede. Die Hälfte ist geschafft. Kann man einfach nur... Oh. Jetzt kurz mal eine... Pille einnehmen, dass ich jetzt nicht drauf gehe, so kurz vor Ende, bevor sie es geschafft hat. Okay, muss nachladen. Awesome, awesome, das war gut. Okay, das war nicht so cool, aber trotzdem. Yay, es muss funktioniert haben.
Verfolgen wir sie. Ohne Scheiß mal, was geht in ihrem Kopf vor? Wow, 4000 Fähigkeitspunkte. Können wir die Tür aufmachen zu diesem Raum mal und mal gucken, wer da drin ist? Das würde mich jetzt irgendwie mehr interessieren, aber okay, dann eben nicht. Alter Schwede, werfen die mit den Fähigkeitspunkten nur so um sich? Okay, das waren einfach mal ganz kurz 14.000 Fähigkeitspunkte, so wie ich das gesehen habe. Müssen Ada verfolgen. Da ist sie doch. In your face! Entschuldigung, das tut mir jetzt leid. Okay, gut, Leute, sie hat irgendwie gerade keinen Bock auf Ada. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut rein und beim nächsten Mal verfolgen wir die gute, naja, oder die schlechte, die böse. Wer weiß, wie sie hier gesinnt ist in dem Spiel. Ich bin selber gespannt. Bis dahin, haut rein.